Hallo, ich bin Karin, die Entdeckerin. Auch wenn ihr die Tiere gerade nicht seht, könnt ihr entdecken, dass sie da sind. Wie? Indem ihr die Spuren anseht, die sie auf dem Sand, im Schnee oder auf der nassen Erde hinterlassen. Sie sind sehr anders als die Abdrücke eurer Hände und Füße. Die Form und Größe der Abdrücke sind bei jedem Tier unterschiedlich, genauso wie seine Gang- oder Hüpfart. Einige setzen nur die Nägel auf, wie beispielsweise das Pferd. Andere setzen nur die Finger auf. Alle Vögel, der Hund, die Katze, der Fuchs. Andere Tiere wiederum setzen die ganze Pfote auf. Der Bär, der Igel. Und wir Menschen. Wisst ihr, welche Spur man sehr leicht finden kann? Die vom Hund. Ihr könnt mit der Hilfe eines Erwachsenen neue entdecken und zu Hause mit den Förmchen und dem Gips spielen, indem ihr neue Abdrücke von vier wundervollen Tieren kreiert. Wollt ihr die sehen, die ich gemacht habe? Mal sehen, ob ihr erratet, von welchen Tieren diese Abdrücke sind. Das ist der Abdruck eines sehr schlauen Tiers. Ich habe gesagt, sehr schlau. Ein Säugetier. Es hat rötliches Fell, kann aber auch weiß sein. Und besitzt einen super weichen Schwanz. Wer ist das eurer Meinung nach? Nein, nicht das Huhn. Besser, du gehst weg, denn es ist der Abdruck eines Fleischfressers, der manchmal Hühner aus dem Hühnerstall stiehlt. Von wem spreche ich? Vom Fuchs. Dieser Abdruck dagegen ist von einem Vogel. Er ist gerne im Wasser, kann super gut schwimmen und tauchen. Er hat einen Hals, kurze Beine und einen platten, breiten Schnabel. Sein Abdruck besteht aus drei Fingern, die mit einer dünnen Membran verbunden sind. So kann er die Füße auch als Schwimmflossen benutzen und schneller schwimmen. Welches Tier ist es? Wollt ihr hören, was für ein Geräusch er macht? So, welches Tier ist es? Die Ente! Diesen Abdruck könnt ihr in den Bergen finden. Er ist von einem Tier, das kleiner ist als ein Hirsch, mit kürzeren Hörnern, die nur beim Männchen wachsen. Das ist es. Wisst ihr, wie es heißt? Das ist ein Reh. Zurück in die Stadt und aufs Land. Hier lebt eine lustige, stachelige Kugel. Ihr Abdruck ist ähnlich wie der einer Menschenhand, mit fünf Fingern und langen Fingernägeln. Was für ein Tier ist es? Ich habe gesagt, stachelige Kugel. Ein Igel! Ihr könnt eure Abdrücke auch mit Temperafarben anmalen, wie ich es gemacht habe.
Sucht weiter nach Tierspuren. Haltet die Augen offen, angehende Entdecker.